Guten Morgen, Deutschland! Ich habe ja gestern schon annonciert für die Leute, die sich durch das politisch tiefsinnige und korrekte Video gestern gekämpft haben, dass ich ein Geburtstagsgeschenk von einem von euch erhalten habe. Vom Sebastian, ich darf das sagen, der Sebastian hat mir ein Geburtstagsgeschenk kredenzt und ich werde das sozusagen dann morgen zu meinem Geburtstag auspacken und werde euch dann mitnehmen und ich bin sehr gespannt, das kann nur Unsinn sein, aber es ist auf jeden Fall groß, das Geschenk, also relativ groß, halt so ordentlich. Und wir sehen, mal sehen, was er mir geschenkt hat, vom Ziegelstein bis zum Masturbator ist glaube ich alles dabei, zumindest im Spielraum was sein könnte, bin ich auf jeden Fall sehr sehr gespannt. Des Weiteren, ich habe gestern bei der Silke auf dem Kanal wieder ein Rezept für Gurkenspaghetti gefunden und ich wollte eigentlich so ein Spaghetti-Gerät oder so ein Zucchini, so ein Dinggerät schon immer mal kaufen, aber bisher bin ich ja immer derjenige gewesen, der gesagt hat, hier das und das habe ich probiert und das ist jetzt gut oder das ist schlecht, könnt ihr probieren oder nicht, aber wieso nicht mal andersrum machen? Warum könnt ihr mir nicht einfach mal sagen, dass eure Erfahrungen sind mit diesen Geräten? Es gibt auch teilweise unzählige Geräte, wo man, wisst ihr was ich meine, die Gurkenspaghetti, wo man die Gurke reinsteckt und dann dreht man und dann kommen die Spaghettis raus oder man steckt es oben rein oder sowas. Das kann man ja gerade wenn man rohköstlich ist für total viele Sachen benutzen. Man kann Zucchini machen, man kann eben die Gurken damit machen. Ich habe es auch schon mal mit Melone gesehen, wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Melone nicht bricht, aber der hat es gemacht, der hat so Melonenspaghetti gemacht. Ich will so ein Gerät haben, das heißt ich will so ein Gerät haben, ich würde gerne so ein Gerät haben und habt ihr solche Geräte, dann sagt mir, oder habt ihr vielleicht schon mal zwei Geräte, dann euer Feedback. Das ist das zweite heute. Das dritte. Ich habe ja was total, wenn man en vogue sein möchte, dann muss man ja so seine September-Favoriten und seine Oktober-Favoriten mal so unpacking und so weiter. Und ich habe so im Rahmen, da jetzt die vierte Staffel beginnt, wir sind ja jetzt in der vierten Staffel, so nennt man das, weil man ja nur 100 Videos in eine Playlist packen kann, die vierte Staffel, und da möchte ich sozusagen en vogue sein. Ich möchte am Nabel der Zeit, ich möchte YouTube sozusagen in mich aufnehmen und jeden Trend mitgehen. Ihr kennt das ja, ich bin ja so ein Mitläufer. Und da habe ich gesehen, September-Favoriten. Und da ist mir einmal mehr bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich noch an Fertigprodukten kaufe. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt euch zeigen sollte als September-Favoriten. Ich kann so einen Tag gar nicht machen, weil ich habe mir die Zeternüsse kaufe ich mir immer wieder und die Ananas. Beides die sind Rohkost. Die Sachen kaufe ich mir. Ansonsten kaufe ich mir Pulver manchmal, aber auch im September gar keins, weil die alle noch da waren. Das MSM-Pulver habe ich mir glaube ich gekauft. Aber davon Favoriten zu sprechen oder sonst was, ich ernähre mich total gesund. Ohne dass ich das jetzt irgendwie drauf angelegt habe, also vegan schon, aber es hat sich so eingeschnubbelt, dass ich jetzt im Endeffekt kaum noch Fertigprodukte zu mir nehme. Und ich sage das jetzt nicht nur so, sondern es ist einfach so. Erstens koche ich gerne, durch die Kochvideos die ich jetzt mache, macht mir das total Spaß, da auch Rezepte auszuprobieren. Und auch so, also es gibt für mich irgendwie, ihr könnt mir sagen, was ist das letzte Fertigprodukt was du gekauft hast, ich wüsste es nicht mal mehr. Die Zeternüsse und die getrocknete Ananas, die sind ja auch keine Fertigprodukte in dem Sinne. Das heißt, gibt es das nicht mehr und ich kann da sozusagen auch nicht irgendwie sagen, das sind meine September-Favoriten. Also wird mit dem en vogue und mit diesem am Nabel der Zeit und mit der YouTube-Herrschaft, das wird dann wahrscheinlich dann doch erstmal nichts. Aber ich habe noch einen Favorit in der Wartenschlange und zwar der Sebastian. Ich habe ja nach meinem ersten phänomenal eingeschlagenen Beauty Video habe ich ja händering gesucht, was könnte ich denn da noch machen an Beauty, und da gibt es natürlich ganz ganz viel, aber mir ist so recht nichts eingefallen. Auf jeden Fall hat mich der Sebastian auf eine schöne Idee gebracht, der Sebastian, der mir auch das Geschenk sozusagen hier kredenzt hat, was ich morgen auspacken werde, aber erst übermorgen im Video zu sehen ist. Der hat mir die Idee gemacht, ein Lookbook, natürlich ein Lookbook. Ich erscheine doch in so mannigfaltiger Form vor euch, jeden Tag anders, jeden Tag wäre ich ja kaum wiedererkannt aufgrund meiner Unterschiedlichkeit der Sachen. Aber ich möchte dann wirklich mal so ein bisschen was kreieren oder sowas. Aber ein Lookbook, das ist das nächste was kommen wird in meinem Beauty-Kanal bzw. in meiner Beauty-Playlist. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, da werde ich mir mal was einfallen lassen. Aber das ist auf jeden Fall das nächste Projekt, ein Lookbook zu
machen. Ja, und um das abzurunden heute, möchte ich noch den kurzen Hinweis darauf geben, wer das Video gestern nicht gesehen hat, zu meinem Versuch 30 Tage glutenfrei zu leben, dem sei das nochmal an das Herz gelegt. Ich werde jetzt 30 Tage nicht mehr ein Food Diary montags posten, sondern ich werde, weil ich wirklich schauen will, wie lange ich durchhalte, glutenfrei leben und am Abend 19 Uhr, 20 Uhr, wenn ich das letzte gegessen habe, dann nur kurz hochladen, euch sagen, was ich am Tag gegessen habe, ein kleines Food Diary machen für den Tag und vielleicht auch noch was zu Gluten sagen, wo ich mich ein bisschen informiert habe oder was auch immer. Auf jeden Fall ist jetzt jeden Abend 30 Tage lang von 19 bis 20 Uhr so ein Food Diary, was ich gegessen habe. Und ich habe mich da ein bisschen von der Seite gelöst, von der glutenfreie Challenge. Warum das so gewesen ist, das seht ihr im gestrigen Video, warum ich sozusagen da mich entfernt habe. Ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich schon total aufs Wochenende, weil ich habe da ein privates Arrangement geschaffen für mich, was ich leider aufgrund der Jugendfreiheit oder Jugendnichtfreiheit hier bei YouTube nicht in Gänze euch mitteilen kann. Aber ich frohlocke schon sehr und ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.